Wir haben heute, was uns sehr freut, den Eckerliens Themenweg entlang dem Fischbach eröffnet. Ein Projekt, das sehr lange Vorgeschichte hat. Und es geht um den großen Maler Albin Eckerliens, der 1904 das erste Mal ins Ötztal gekommen ist und daraufhin mehrere Sommer hier verbracht hat, um zu malen. Und da sehr, sehr viele Eindrücke aus dem Ötztal in Kunst verpackt hat und gleichzeitig auch sehr, sehr viel Eindruck bei der Bevölkerung hinterlassen hat. Und das alles haben wir versucht, im Rahmen eines Themenweges da entlang dieses historischen Ortes darzustellen. Der Ort ist deshalb historisch, weil der Themenweg sich genau dort befindet, wo er unter anderem zu seinem Atelier, nämlich hier in der Bichelkirche, in der Pestkapelle, mitunter unterwegs war, um Bilder zu malen. Ja, also er ist so konzipiert, dass er zum einen sein Leben ein bisschen beschreibt, seine biografischen Eckdaten in Kürze, aber auch ein bisschen seine kunsthistorische Verörterung. Aber der Schwerpunkt liegt doch darin, dass man ihn eigentlich dann im Ort verankert. Also er war ganz viel in Lengenfeld, hat ganz viele seiner Hauptwerke hier geschaffen, hat seine Modelle ausgesucht und genau das kann man eben bei diesem Weg sehen. Für uns ist es ein großes Anliegen, in Zeiten, wo Museen zwar wieder im Kommen sind, aber dennoch so ein bisschen einen verstaubten Ruf immer noch haben, zu zeigen, dass Museen nicht nur in alten historischen Gebäuden stattfinden. Museen zeigen ja Kulturgeschichte, zeigen Kunst, zeigen Wissenschaft und da diese wichtigen Themen, die ja mit unserer Geschichte, mit unserer Gesellschaft, mit unserer Vergangenheit und Zukunft zu tun haben, die in den öffentlichen Raum zu holen und Menschen, die vielleicht so nicht ins Museum kommen würden, mit diesen sehr, sehr wichtigen identitätsstiftenden Themen zu konfrontieren, das ist ein ganz großer Auftrag in der Kultur- und Bildungsarbeit. Und ich finde, dass diese Initiative, auch jetzt dieser Eckerliens-Promenade und Weg, eine großartige Initiative ist, um die langjährigen Beziehungen und Aufenthalte und die künstlerischen Modelle, die er hier gefunden hat, wie auch die Landschaft, die er gemalt hat, bewusst zu machen, dass hier einer seiner großen Bezugsschwerpunkte war, neben Liens und dem Schloss Bruck, wo die große Ausstellung ist, neben der Ausstellung im Landesmuseum Ferdinandeum, neben seinem Aufenthalt in Bozen, war sicherlich das Ötztal und hier Lengenfeld eine der wichtigsten Bezugsorte von Albin Eckerliens und seiner Familie. Und die Ile Eckerliens hat er das bis zu ihrem Tode gepflegt, diese Erinnerung an den Vater und das Ötztal. Kultur, glaube ich, kriegt in Zukunft immer mehr Bedeutung. Es gibt viele Menschen, die in eine Region fahren, aber auch möglichst viel über die Region wissen wollen, erfahren wollen. Und teilweise kommt mir viel sogar besser informiert sein wie mir selber, wenn ich das heute oder den Spaziergang entlang der Bilder da von Albin Eckerliens, ich habe da vieles nicht gewusst. Ich weiß, dass er da lange gern Urlaub gemacht hat, aber was vor 150 Jahren Bedeutung gehabt hat und den Leuten gefallen hat, Muse, Ruhe, Besinnlichkeit, glaube ich, das speziell im Sommer schon einen sehr großen Stellenwert in Zukunft haben wird. Ja, ich denke, es war auch die Gastfreundlichkeit, das ist immer wieder aus seinen Briefen herauszulesen, die er hier gefunden hat. Also er war im Gasthof zur Rose viele Jahre auch einquartiert und er beschreibt ganz oft, wie er sich wohlgefühlt hat und wie auch das Arbeiten für ihn angenehm war. Er hat eben verschiedene Ateliers gehabt. Das eine war eben hier die Bichelkirche, aber auch dann in der Schule eine Klasse oder eben ein Freilichtatelier auch unten. Und ja, da hat er einfach in Ruhe sich dem widmen können, was er einfach geliebt hat zu tun, nämlich zu malen.